mega kommerziell, voll der Bastard. Die Leute spenden ihm dann die ganze Zeit Geld, während er pennt. Und er nutzt die kleinen Kinder aus und verarscht die kleinen Kinder. Zweiter Punkt, und der ist für mich aber nochmal ein bisschen kritischer, ist Simon Will. Ich gehe mal direkt in ein bisschen Real Talk Time über, okay? Meine Meinung zu dem Song, aber vor allem zu Zitronensohn an sich und vor allem meine Meinung zu dem Fact, dass er jetzt bald nach Köln kommt und wir vorhatten eigentlich seine Haare gelb zu färben, weil wir halt aussehen wie einander und das ist deshalb lustig, wäre rote Haare, gelbe Haare. Ob ich, weil wie gesagt, er ist ja sehr umstritten, viele sagen irgendwie, er kauft Klicks, er macht irgendwie wacke Moves, er verhält sich irgendwie schlecht und gerade auf TikTok habe ich wie gesagt auch gesehen, dass super viele Leute ihn anbiefen, weil er zum Beispiel streamt, während er pennt, was er irgendwie ganz viel macht und dann sagen ganz viele irgendwie so, boah, mega kommerziell, voll der Bastard. Die Leute spenden ihm dann die ganze Zeit Geld, während er pennt. Und er nutzt die kleinen Kinder aus und verarscht die kleinen Kinder. Und das war natürlich alles noch nicht wirklich so da, als ich letztes Mal auf ihn reagiert habe, als ich einfach nur gesagt habe, hey, das ist ein Typ, der sieht irgendwie aus wie ich. Und das hat sich danach jetzt alles quasi noch so ergeben. Und da hat sich für mich dann die Frage gestellt, okay, will ich dem eine Plattform bieten? Will ich ihm quasi so dieses Ding geben von so, yo, jetzt macht er auch mit YouTubern dann irgendwie so Shit zusammen und das ist irgendwie mega geil und so bla. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Und dazu will ich jetzt noch kurz ein bisschen Stellung nehmen. Und zwar ist meine Haltung da relativ klar auch. Und zwar ist die folgende. Ich finde ihn halt echt sympathisch. So, auf mich macht er irgendwie echt einen sympathischen und sehr lustigen Eindruck. Und auch das, was ich auf TikTok da gesehen habe, wie er auf die ganzen Sachen irgendwie eingegangen ist, da finde ich, hatte er auch eine relativ ehrliche Umgangsweise damit. Trotzdem habe ich über die Art und Weise, wie er kommuniziert hat, auch so, ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen gespalten gesehen. Also er hat so ein bisschen sich über die Leute lustig gemacht, die ihn da kritisieren und war so voll so, Alter, nein, ihr seht alles falsch, irgendwie bla bla bla. Ich mache das nicht, um Kinder abzuziehen, sondern ich penne einfach nur, weil ich irgendwie daran Spaß habe. Und wenn die Leute das beruhigt, mir zuzugucken, wie ich einpenne, dann sollen die es auch machen. Und da finde ich, hatte grundsätzlich recht. Also ich finde, jeder Mensch sollte einfach grundsätzlich immer so das machen können, was er irgendwie will und was er irgendwie Bock drauf hat. Genauso wie Bibis Beauty Palace, dann halt, wenn die irgendwie 10.000 kommerzielle Sachen macht, aber die Leute es halt trotzdem fühlen und die Leute dann trotzdem irgendwie die Produkte kaufen und bla, dann what the fuck is wrong with it? Also, es ist doch okay, sag ich mal, die Dinge, die die heutige Zeit so zu bieten hat, irgendwie auch für sich zunutze zu machen, auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. Ich check nicht, warum man irgendwie mad auf jemand sein sollte, nur weil er irgendwas tut, was andere Leute halt irgendwie auf eine Art und Weise gut finden. Wie gesagt, der Fact ist halt der, wenn die Leute es gucken und wenn die ihm dann Geld spenden so, dann machen die es ja aus eigener Intention heraus so. Ich habe die Streams nicht genug verfolgt, ich weiß nicht, wie intensiv er die Leute darauf aufmerksam gemacht hat, so, yo, bleibt auf jeden Fall am Ball, guckt den Stream auf jeden Fall durch und spendet vielleicht auch Geld oder so, weiß ich nicht, ob er es gemacht hat, aber so wie er es dargestellt hat, hat er es nicht gemacht. Deswegen würde ich einfach mal sagen, okay, ich glaube ihm einfach mal. Falls ich damit falsch liege, tut es mir leid, aber dann liegt es einfach nur daran, dass ich nicht so ganz informiert darüber bin. Zweiter Punkt, und der ist für mich aber nochmal ein bisschen kritischer, ist dieses ganze Thema Klicks kaufen, weil wenn man mal hier in die Kommentare geht, dann sieht man halt echt, also wenn dieser Trendplatz nicht gekauft ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Rapcheck, Aufrufe gekauft, Zitronensohn, Zitronensenf, viral, Platz 1 in YouTube-Trends. 1980, es wird bestimmt fliegende Autos in der Zukunft geben, heute Zitronensenf, Platz 1 in YouTube-Trends. Zuschauer, Cringe Level 1000, Simon und Zitronensohn, ja. Senftrends, stabile Reimkette, bla bla. Also wie gesagt, wird mega schlecht aufgenommen, grundsätzlich, also mega böses Feedback so. Es gibt natürlich die Zitronen-Squad, die grundsätzlich sehr hart am Abfeiern ist, aber auch die ganze Art und Weise, wie Zitronensohn seine Community aufzieht, ist natürlich sehr auf dieser Hype-Basis. Sie ist genauso aufgezogen, dass die ganze Squad alles komplett feiern wird, was er macht, egal was er macht und egal wie verwerflich es möglicherweise auch ist. Aber in dem Fall ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, schwierig, ist halt, dass ich wirklich auch glaube, dass da irgendwie manipuliert wurde, weil es einfach so confident rübergebracht wird. Also wenn ich in meinem Song singe, Platz 1 in den YouTube-Trends, dann mache ich das nicht einfach so, sondern dann werde ich schon dafür sorgen, dass es das auch passieren wird. Und ich weiß, er hat super viel Promo gemacht und alles, aber am Ende des Tages ist sein TikTok-Account und so jetzt auch nicht so krass groß, dass man da safe sagen könnte, ja, das ist ja safe, dass es irgendwie Platz 1 geht so. Keine Ahnung, wenn Shirin David oder so jetzt irgendwie sowas macht und die singt dann so Platz 1 in den Trends, dann würde ich da eher noch glauben, dass sie einfach spekuliert hat, weil sie halt grundsätzlich eine kranke Relevanz hat und irgendwie einfach Social Media exploded und bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Aber bei ihm würde ich definitiv nicht sagen, dass er diese Fähigkeit hat, so auf safe so einen Platz 1 in den Trends zu bekommen. Deswegen glaube ich grundsätzlich auch, dass da rumgescampt wurde. Und das finde ich schon auch nicht cool. Also das finde ich schon auch auf jeden Fall schwierig, wenn er das wirklich gemacht hat, so. Wenn er dann auch in Köln ist und wir diese Haar-Action zusammen machen, da werde ich ihn auf jeden Fall mal private fragen, ob die da rumgetrickst haben. Und ich werde dann auch definitiv checken, ob er mich irgendwie, ob er die Wahrheit zu mir sagt oder nicht. Ich werde jetzt aber nicht unbedingt nach außen kommunizieren oder öffentlich dann darüber sprechen, weil ich glaube, das ist irgendwie einfach nicht mein Recht. Das ist am Ende des Tages seine Sache, wenn er dann manipuliert und irgendwie so. Und ich glaube, er hat image-technisch jetzt schon auch gemerkt, was sowas auslösen kann, wenn man diese Haltung einnimmt und dann solche Dinge passieren. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Ich bin trotzdem noch dabei, das in Köln zu machen und ich habe jetzt umso mehr Bock drauf, weil ich glaube, es ist richtig spannend, einfach mal grundsätzlich so Real Talk darüber zu reden, einfach nur private unter uns so. Das Ding ist, ich kann auch auf jeden Fall die einigen YouTube-Shit, einige privaten Infos von YouTubern raushauen. Das heißt, es wird ein nicer Austausch, glaube ich, sein von einem Typ, der schon länger YouTube macht, also ich und so, und jetzt so ein Typ, der gerade auf TikTok so richtig abgeht und irgendwie groß wird so. Ich habe da mega Bock drauf, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass meine ehrliche, konstruktive Feedback-Sache hier zu dem Song dich jetzt nicht abgeschreckt hat, Zitronensohn, und dass du trotzdem noch Bock hast, nach Köln zu kommen. Würde ich auf jeden Fall fett feiern, dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen Haarfarbe besorgen. Wir würden noch gucken, dass wir jemanden finden,
finden, der es auch wirklich gut kann. Und dann färben wir dann Haare gelb. Dann kommen wir vielleicht auch Platz 1 der YouTube-Trends, aber dann vielleicht so auf richtig real, dass niemand anzweifelt, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist so overall meine Gedanken dazu. Und mein final Gedanke, den ich einfach noch äußern will, so ist, dass es einfach, finde ich, respektabel ist und zu respektieren ist, dass er einfach sein Ding durchzieht so und dass er einfach diesen Song macht. Und der Song ist ja wirklich gut produziert. Und diese Kollaboration von den beiden macht auch irgendwie so mega Sinn. Er geht einfach irgendwie seinen Weg und ich glaube, er wird auch weiterhin seinen Weg gehen. Die Frage ist, mit welchem Image, welches Image er auch will, ob er eben so eine polarisierende Person weiterhin sein will oder ob er vielleicht irgendwann in die Richtung seriöse Musik gehen will und so. Das finde ich alles bleibt offen zu sehen. Aber so grundsätzlich handwerklich hat der Song schon sehr, sehr, sehr viel Gutes und da hat er auf jeden Fall sehr viel, sehr gut gemacht. Und deswegen finde ich einfach, dass trotz der ganzen Kritik und trotz der ganzen Sache, die ich da so ein bisschen schwierig auch betrachte, würde ich overall sagen, Props, Respekt, ist ein cooles Ding. Auf jeden Fall am Ball bleiben und bis bald in Cologne, liebe Zitronensohn. Simon Will.